einer der größten Volkslieder der 60er Jahre. Sie werden es hören können. Und Ginger Baker, wir haben lange zusammengespielt, und Graham Bond und Paul Jones und. Es war die erste Band. Blues Incorporated war die erste Band, die gesagt hat, wir sind eine Rhythm and Blues Band. Also war es ganz natürlich, dass alle die Leute, die diese Musik spielen wollten oder sich mit dieser Musik identifizieren wollten, zu uns kam, weil es keine andere Möglichkeit gab. Es war nichts Besonderes. Es muss jemand geben zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einer bestimmten Stelle. Und es geht einfach los irgendwie. Es hat mit ihm nichts zu tun. Es hat mit nichts zu tun, dass, wo man sagen kann, ja, ich habe es angefangen. Solche Sachen kommen vor. Und es ist ganz natürlich, dass die erste Band alle die möglichen Musiker der Zeit anzieht. Also arbeiten wir alle zusammen. Und frei, weil die Leute zur Zeit noch nicht dachten, dass es kommerziell sein würde. Also hatten die Managers und die Agenturen überhaupt kein Interesse an uns. Bis sie plötzlich gemerkt haben, dass der Marquis an einem Donnerstag, wo wir am 2. Mai mit 200 Leuten angefangen haben. September hatten wir schon 800 Leute jeden Donnerstag. Und dann haben sie angefangen, es zu merken. Aber diese ersten 6 Monate hatten wir frei, um die Musik ein bisschen mehr zu entwickeln. Keine Bewegung seit dieser Zeit hat 6 Monate Freiheit gehabt, bevor sie vom Kommerz schon gedrungen geworden ist. Und wir haben diese Freiheit erlebt. Und was jetzt fehlt, ist, dass man diese freie Zeit für die Entwicklung nicht mehr hat. I play at the Roxy in New York City, right in town, you had to put up some kind of a fight. Woman, give me
60er Jahren waren die 60er Jahren. Man hat sie erlebt und das ist fertig, das ist vorbei. Man kann sich dran erinnern, aber es hat keinen Zweck, nostalgisch über die 60er Jahren zu werden. Sie sind vorbei. Und man muss etwas mit den 80er schaffen, das man mit den 70er nicht geschafft hat. Es ist einfach, dass man, ich weiß nicht, man kann zurückblicken und ja, ist okay, aber versuchen, es wiederzubringen, nein, Selbstparodie kommt nicht in Frage. Das wäre eine Parodie. Sie haben es versucht in England vor 3-4 Jahren, plötzlich ein paar alte Bands der Georgie Fame und Zoot Money's Big Roll Band und so weiter haben versucht wiederzuarbeiten, aber es hat nicht geklappt und es hatte keinen Zweck. Sie haben versucht so zu spielen, wie sie 64 bis 67 spielten und es war eine falsche Nostalgie, wirklich. Es wirkte nicht und die Bands sind wieder auseinandergegangen und so sollte es auch sein. Man kann nicht zu oft zurückblicken, sonst bleibt man stehen. Und, nein, bleibt stehen nicht, da rutscht man zurück.